Finden wir schon. Ich lieg nur gerade unterm Auto. Es ist ein bisschen. Liebe Freunde, heute habe ich mich warm angezogen, denn jeder, der mein letztes Video gesehen hat, weiß, was heute los ist. Und zwar tauschen wir das Thermostat aus. Dazu brauchen wir natürlich noch ein bisschen Kühlmittel. Da habe ich mir jetzt das JM12 Plus gekauft. Ist laut T4Wiki zu verwenden. Und wir fangen einfach mal direkt an. Jetzt krabbeln wir hier einmal drunter. Jetzt könnt ihr da vorne, der dicke Schlauch, das ist der von der Kühlung. Da sitzt nun oben das Thermostat drin. Und ja, ich werde das Wasser hier rüber ablassen. Es gibt eine extra eine Ablassschraube, aber ich denke, hierüber geht es einfach schneller. Der Schlauch, der von hier kommt, den auch lösen. Da kam nochmal richtig, richtig ein Schuss raus. Finden wir schon. Ich lieg nur gerade unterm Auto. Es ist ein bisschen 50-50 Mischung, Konzentrat, Wasser. So, wenn der Ausgleichsbehälter jetzt auf Maximum steht, hört ihr auf einzufüllen, packt die Entlüftungsschraube wieder ein, startet den Motor. Jetzt den Füllstand bis zur Bohrung auffüllen. Bei der letzten Aktion ist jetzt leider mein Akku abgeschmiert und deswegen werde ich das nochmal in Worte fassen, was ich ganz zum Schluss gemacht habe. Dann startet ihr den Motor und dabei füllt ihr den Stand bis zur Überlaufbohrung hier und dann schließt ihr den Behälter, dann lasst ihr den Motor laufen, bis die Lüfter anlaufen, also es dauert auch eine ganze Weile natürlich. Und falls dann irgendwie der Stand irgendwie zu hoch oder zu niedrig ist, dann könnt ihr nochmal auffüllen oder vielleicht auch was abziehen, wenn es zu viel ist. Ja, und zum Abschluss bin ich noch mal eine ganze Runde gefahren, die ich natürlich auch gefahren bin, als ich den Temperatursensor ausgetauscht habe. Und dabei ist mir aufgefallen, dass alles wunderbar funktioniert. Ich möchte mich auf jeden Fall bei euch noch mal richtig heftig bedanken für die ganzen Tipps. Natürlich habe ich da ein bisschen was von umgesetzt, so wie es zeitlich möglich war. Aber man hat jetzt auch gesehen, dass das Thermostat eben die Schuld hatte. Und ich freue mich auf jeden Fall tierisch, dass es geklappt hat. Ich freue mich, dass ihr immer super dabei seid und mir auch Tipps gebt. Falls hier jetzt mal wieder irgendwas schiefgelaufen ist oder so, oder ihr würdet es anders machen, schreibt es gerne in die Kommentare. Und wichtig auch für die anderen Leute, die das interessiert, schaut euch die Kommentare immer nochmal an. Ich habe es schon mal in einem Video erwähnt, da waren wir natürlich wesentlich weniger als jetzt. Deswegen sage ich es einfach nochmal, die Tipps, die sind super einfach, die da drin stehen in den Kommentaren. Das ist quasi wie so ein kleines Forum, nur ich empfinde es als ein bisschen besser, weil das einfach ein bisschen mehr Harmonie hier herrscht und so als in so einem Forum. Und ich hoffe, das Ganze bleibt auch so. Also von daher würde ich jetzt einfach sagen, wenn euch das gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Haut rein!